Prinzip geben wir mit WinVenture den Weinen ein Gesicht. Wir verknüpfen also die Geschichte der Winzer mit der Entstehung der Weine und transportieren diesen Wort und Bild dann auch über die sozialen Medien, über die Community weiter. Mir sind Sachen aufgefallen bei der Vorstellung der Winzer, gerade so wenn so Bausteine oder so einschneidende Lebensabschnitte geschildert werden. Tod eines Bruders beispielsweise, wie sowas einen eigenen Werdegang prägen kann. Das ist schon bei mir hängen geblieben. Und sowas dann ins Positive umsetzen, wow, habe ich riesen Respekt davor. WinVenture lebt davon, dass im Hintergrund eben viel Fachwissen, Know-how und ein großes Netzwerk besteht, was wir hier auch in der Verkostung sehen. Das haben wir aktiviert, um einige Größen aus der Weinbranche hierher zu holen und um ihre Fachmeinung zu bitten. Für junge Winzer liegt die Schwierigkeit, sich in der Branche zu etablieren, weil es einfach ein sehr, sehr enger Markt ist und die irgendwie doch in Strukturen reinwachsen, die die Eltern vorgelebt haben. Das heißt also, das sind alte Kundenstrukturen und wenn die dann was verändern wollen, was meistens der Fall ist, oder auch zeitgerecht arbeiten wollen, gehen nicht immer alle Kunden mit. Also die brauchen eigentlich andere Märkte. Und deswegen ist gut, dass sich das hier gerade so formiert. Ja. Also die eigene Stärke erstmal finden und zu wissen, wer bin ich, was kann ich für Weine machen, was gibt mein Boden her, und eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Und das dauert manchmal ganz, ganz lange und ist ein ganz schwieriger Prozess. Und dabei Hilfe zu haben, die einen in die richtige Richtung bringt, das ist unglaublich wertvoll.